Und dann geht's los. So, verstanden. Geht's los? Wir übertragen. Ich glaube, wir werden übertragen. Perfekt. Hörst du die Musik? Ich höre die Musik. Meine Damen und Herren, live aus München-Pasing. Der Literaturtalk, bei dem der Sommer nie zu Ende geht. Es geht um Leute, es geht ums Lesen, es geht ums Leben, es geht um Lessing. Hey. Wir schlagen Band 5 auf und begrüßen unsere heutige Gästin aus Potsdam, Maike Schöffer. Und hier kommt Hallo. Ihr Gastgeber, Michael Sommer. Oh, kein Applaus für dich. Nee, es ist absichtliche, aufdringliche Bescheidenheit sozusagen. Hallo Maike, Hallo. Ich freue mich, dass du zu Gast bist bei Lessing. Und grüß Gott an die Gemeinde draußen. Herzlich willkommen zum 5. Band von Lessing, Leute, Leben, Lesen, dem Literatur-Spiele-Talk-Format auf YouTube. Und wir haben heute eine Influencerin, eine Feministin, eine Theologin zu Gast, nämlich Maike Schöffer. Hallo. Was darf ich dir zunächst mal anbieten? Kaffee oder Tee? Ich nehme Tee aus der rot-orangen Tasse und den habe ich auch dabei. Du hast sie mir zugeschickt. Vielen Dank. Nicht verraten, die habe ich doch gerade dahingestellt, die Tasse. Genau, danke. Sehr gern. Ich stelle auch noch ein paar Salzstangen hin. Dankeschön. Ne? Ist vielleicht bei Magen-Darm auch besser. Genau, ich habe einen Magen. Ich habe ein Magen-Darm-Kind hier. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, aus meiner Tasse Rotwein zu trinken. Aber ich steige lieber vorsorglich auf Tee um. Ich hoffe nicht, dass mich das noch trifft in der nächsten Zeit. Das wird nicht passieren, da bin ich ganz sicher. Spielen wir eine Runde This or That. Mhm. Und wir fangen passend beim Adventskranz an. Flamme oder LED? Oh, Flamme. Bausparvertrag oder Gottvertrauen? Gottvertrauen, aber so richtig. Aspekte oder Simpsons? Aspekte. Wow, okay. Zalando oder Secondhand-Shop? Secondhand. Lottogewinn oder ewige Liebe? Ewige Liebe. Besser schlecht geschnitten oder schlecht gefärbt? Schlecht geschnitten oder schlecht gefärbt, wenn es um die Haare geht? Was sonst? I don't know. Worum? Soll es um Kleidung vielleicht? Also Kleidung kann man auch schneiden und färben. Schlecht gefärbt. Einarmiger Bandit oder Fruit Machine? Fruit Machine. Hervorragend. Vielleicht wissen die wenigsten Leute, was das ist, aber vielleicht kommen wir später noch darauf. E-Book oder Papier? Papier. Roboter oder Dinos? Roboter. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Plüsch oder Sichtbeton? Oh, Sichtbeton. Guck an. Berge oder Meer? Meer. Paulus oder Johannes? Johannes. Vampire oder Zombies? Vampire. Handy im Bad oder nicht? Handy im Bad. Luftgitarre oder Luftschlagzeug? Luftgitarre. Insta oder TikTok? Instagram. Alberner Hut oder alberne Socken? Haha, alberner Hut. Okay, vielen Dank. Ich habe natürlich diese Frage ganz zum Schluss absichtlich gestellt, weil alberne Socken unterwegs sind. Und zwar, meine Damen und Herren, handelt es sich hier um Yeet-Socken. Maike und ich sind ja beide stolze Mitglieder des Yeet-Netzwerks evangelischen Kirche, also des Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Zu wem gehört das eigentlich? Zur evangelischen Kirche, würde ich sagen. Okay? Genau, zum GEMP offiziell, zum Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik. Das sind die coolen Medienmenschen aus der evangelischen Kirche, die uns ein bisschen supporten bei unseren Online-Sachen. Und die uns Socken schicken. Es ist völlig unglaublich, ja. Und es war ein genialer Werbeschachzug von Yeet. Es wurde jeweils ein kleineres Paar versendet. Das hier ist Größe 36 bis 40 und ein größeres Paar, das ich gerade anhabe. Und dieses kleinere Paar, meine Damen und Herren, kann man heute bei der Preisfrage dieser Veranstaltung gewinnen, wenn man das möchte. Also man muss nichts, geben noch einen Alternativpreis, aber dazu vielleicht später. Das nur schon mal angeteasert, dazu kommen wir noch. Yeet.
wollte ich mal gesagt haben. Genau. So, das war die lustige Einleitung. Jetzt kommen wir zu einer völlig seriösen Vorstellung unserer Gästin. Nämlich, ich bin aber noch echt geplättet von deinem Zack, 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 This or That Spiel. Ich dachte, ich kriege eine Frage und dann waren es 10. Ich bin ganz schön außer Puste. Das war... Wow, okay, also gut, dann lehne dich zurück, lausche, okay, dieser, ja, lausche dieser Vorstellung und protestiere, wenn etwas völlig falsch, okay, dargestellt ist, was passieren könnte. Okay. Maike Schöfer hat allein schon durch ihren Geburtsort Pluspunkte gesammelt. Sie ist nämlich native Hessin, womit wir eine 100%-Quote bei unserer heutigen Veranstaltung erreicht hätten. Wow. Da sie allerdings schon als Kind eine Schwäche für das Meer hatte, wuchs sie in Bremen auf und zwar fast um die Ecke von Jan Böhmer. Mann, dessen Mutter die Freundin der Mutter einer guten Freundin von Maike ist, also sind sie quasi, also enger geht's überhaupt nicht, ja? Als Kind durfte sie nie Aspekte gucken, lernte stattdessen Fahrrad fahren und spielte nicht Luftgitarre in keiner Schülerband, wobei Mathe und Naturwissenschaften in der Schule nicht so ihre Freunde waren, wo wir schon dabei sind. Ihrer ersten ewigen Liebe namens Johannes folgend, folgte sie nach Berlin, wo sie, total spannend finde ich, unter anderem für den nicht vorhandenen Bausparvertrag in Spielhallen arbeitete, nicht nur an der Fruit Machine. Es kam aber die Zeit, da sie studieren wollte. Und weil es in Religionspädagogik keinen Numerus Clausus gab, entschied sie sich für dieses Fach. Kleidete sich in einem Secondhand-Shop passend ein, zum Beispiel mit albernem Hut. Ihre großen Toleranz erlaubte es ihr, trotz schlechter Färbung zur Uni zu gehen. Und siehe, sie ward ein Vampir, eine Religionslehrerin. Und ja, arbeitete 7 Jahre lang am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Potsdam. Ja. Sie las dort und zu Hause in ihrem Sichtbeton-Wohnzimmer Papierbücher über Feminismus und die Dinos starben aus währenddessen. Eines Tages aber legte sie das Handy im Bad weg und sagte sich, soll das alles gewesen sein? Nein, ich zünde jetzt eine echte Kerze auf dem Adventskranz an und werde Pfarrerin, denn in der EGBO der Evangelischen Kirche in Berlin-Oberlausitz ist das auch mit einem Religionspädagogikstudium möglich. Und bang, jetzt ist sie Vikarin, also Pfarrerin im Praktikum sozusagen und wirklich richtig in der Gemeindearbeit, aber gleichzeitig auch Sinnfluencerin, wie wir das bei Yid nennen, auf Instagram und TikTok, ne? Und mit dem, also auf Insta mit dem Account Ja und Am, heißt der bei TikTok auch so? Genau, heißt ja auch bei TikTok. Ja. Und darin geht es unter anderem um Glauben, Kirche, Sexualität, Feminismus, Spiritualität und viele andere Dinge mehr. Ende. Wowie! Danke. Cool. My pleasure dabei. Kann ich das haben, nochmal so als Sprachaufnahme oder als Text? Definitiv, das werde ich dir sehr gerne zukommen lassen. Sag mal, sind wir eigentlich, nee, wir sind nicht allein. Leute daheim an den Geräten, könnt ihr mal was in den Chat schreiben? Hat hier noch niemand irgendwas in den Chat geschrieben? Das kann ich gar nicht glauben. Okay, potenziell ist dieser Chat dafür da, unserer Gästin Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen oder Assoziationen. Ah, hallo, White Loth Cat. Wo kann ich das sehen? Wenn du auf YouTube, auf die URL von dem Livestream klicktest, könntest du es sehen. Du müsstest den nur muten, sonst gibt es böse Rückkopplungen. Vielleicht, ich lasse es erstmal so. Und du liest das eine oder andere vor einfach. Ja. Wir haben eine Frage. Wie cool, ich studiere auch Religionspädagogen. Ist keine Frage. Hey, Religionspädagogen. Hey. Prima. Ich habe eine Frage an dich, Maike. Und zwar, gibt es ungewöhnliche Lebenswege bei dir? Vielleicht eine biografische Ehrenrunde oder Sackgasse, die im Nachhinein betrachtet ein Segen war? Ja, also was war sozusagen der wichtigste Misserfolg oder Umweg deines Lebens? Gibt es da was? Mhm. Ja, auf jeden Fall fällt mir direkt einer ein. Entweder sind das mehrere kleine oder ein großer, je nachdem, wie man es sehen will. Ich wollte tatsächlich nie studieren. Also ich komme aus einer Familie, in der nicht studiert wurde. Mein Vater hat im Rahmen seines Berufes studiert. Er war Soldat und hat dort anderthalb oder 2 Jahre, glaube ich, BWL innerhalb der Bundeswehrakademie dann studiert. Aber sonst gibt es niemanden in meiner Familie, der oder die studiert hat. Und auch ich wollte nicht studieren, sondern eigentlich tatsächlich Schauspielerin werden. Mhm. Und bin erst nach England gegangen und dann, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, Michael, für ein halbes Jahr und bin da grandios gescheitert. Also ich dachte, ich gehe nach England, große, weite Welt und werde dort Schauspielerin und habe ganz schnell gemerkt,
dass ich doch irgendwie großes Heimweh hatte, dass es vielleicht ein bisschen zu weit weg war und meine Ambition zu groß und habe es mich gar nicht getraut, mich überhaupt zu bewerben und bin dann aber meiner ersten großen Liebe nach Berlin hinterhergezogen und dachte, ich werde das Ganze in Berlin und habe mich hier und da bei Schauspielschulen beworben und wurde auch eingeladen, aber ich bin nie hingegangen. Also ich habe noch mit meinem ersten Mitbewohner noch Texte geübt und ja für die Vorstellung geübt und geprobt, aber hatte so große Muffensausen, dass ich nicht hingegangen bin, weil ich dachte, wenn die mich nicht nehmen, dann fällt alles, was ich irgendwie liebe und was ich toll finde, zusammen. Das hätte ich nicht verkraften können. Und habe gesagt, dann arbeite und jobbe ich erstmal so und habe dann sehr schnell gemerkt, irgendwas muss ich doch machen mit meinem Leben. Ich kann ja nicht so irgendwie hier rumhängen und nur so jobben. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, währenddessen habe ich an Casinos gearbeitet und dann meinte eine Freundin, bewirb dich doch, schreib dich doch für Religionspädagogik ein. Ich habe nebenbei wohlgemerkt einen sehr schlechten NC, also gerade so mein Abi geschafft und es gab nur, wie du gerade gesagt hast, Naturwissenschaften oder Religion und die meinte dann, geh doch zur Religionspädagogik, irgendwie fandst du das auch schon immer interessant. Genau, so habe ich mich eingeschrieben und bin vollkommen blind in dieses Studium gegangen. Wenn ich heute 18, 17, 18, 19-jährige Jugendliche, junge Menschen treffe, die haben schon irgendwie einen Plan. Die wissen, ich gehe an die Uni in der Stadt, ich bewirb mich dort, weil ich will das und das werden und da gibt es diese Schwerpunkte. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Genau, und bin dann einen großen Umweg gegangen und habe aber sehr schnell gemerkt, irgendjemand hat mich dahin geschickt über ein paar Umwege. Und das ist genau das, was ich brauchte zu der Zeit, was mein Lebensinhalt geworden ist, meine Berufung geworden ist. Ja. Das ist, finde ich, ein super Beispiel dafür. Und ich bin ein großer Fan von Umwegen, ja. Also, weil, wie du schon sagst, wir leben in einer Zeit, in der das immer stärker und auch immer früher so stromlinienförmig wird, ja, dass man sagt, ja, man muss sich aber früh entscheiden und spezialisieren und so weiter. Das halte ich für Bildungserfahrungen oder so für Lebenserfahrungen echt erstmal für Quatsch, muss man sagen. Also ist völlig okay, was zielgerichtet zu machen oder so, aber schon. Ich glaube, das Bewusstsein ist echt wichtig. Das kann klappen, aber es kann auch was ganz anderes passieren eigentlich. Genau, so. Hey, super. Es gibt eine Frage. Was ist das für ein schönes Poster bei Maike im Hintergrund? Also Poster ist ja vielleicht ein bisschen kleines Wort für das. Genau, das ist mein Zoom-Hintergrund, immer mit Haltung. So könnte man sagen, genau, das ist mein penetrantes, leichtes Statement während all meiner Videokonferenzen und Aufnahmen. Genau, das ist eine Marienfigur mit Heiligenschein in Regenbogenfarben. Und das gab es, es ist entstanden, ich glaube, ungefähr vor einem halben Jahr gab es Proteste in Polen. Und da war gerade die katholische Kirche ganz stark oder die Kirche in Polen vor Ort ganz stark gegen Abtreibung. Und das ist so ein Statement dafür, dass ich dafür bin, dass Frauen frei über ihre Körper entscheiden dürfen. Ja, und dass Liebe frei ist und genau. Prima. Ist aber keine schwarze Madonna, oder? Ist nur schwarz-weiß. Das ist schwarz-weiß ausgedruckt an meinem, ich arme Vikarin, habe keinen Farbdrucker. Und dann hast du es mit der Hand nachgemalt? Umso mehr mit Buntstiften habe ich dann nachgemalt. Super. Genau. Ganz religionspädagogisch, ne? Wie man als Lehrerin auch ganz kreativ ist. Fun Fact, ich habe mich nach dem Abitur ich wollte mich eigentlich nur bei einer Schauspielschule bewerben, weil ich mir gedacht habe, ey, die müssen mich sofort nehmen. Ist doch offensichtlich so, ja. Meine damalige Freundin hat dann gesagt, naja, also ist vielleicht ein bisschen optimistisch. So, ich habe mich dann bei 4 Schauspielschulen beworben. Ich bin tatsächlich hingegangen, aber natürlich auch nicht genommen worden, weil natürlich, wer wird von der Schauspielschule gleich genommen? Das ist in der Regel ein langer Prozess, wie du das auch sagst. Das muss man Zeit, Selbstvertrauen, gute Verbindungen auch haben, Leute, die einen unterstützen dabei, die einem helfen, das zu machen. Ja, für mich war das auch ein guter Umweg. So. Aber der ging dann noch ein bisschen länger, so der Umweg. Ja, prima. Jetzt kommen wir schon zur Preisfrage an das Publikum. Ja. Du hast eine wunderschöne Preisfrage formuliert und ich zeige die jetzt mal, indem ich den Bildschirm freigebe. Bildschirm freigeben, da ist es ja.
Jetzt sollten Sie daheim an den Geräten Lessing Band 5 mit Maike Schöfer sehen. Und jetzt die Preisfrage. Wenn Jesus bei Instagram oder YouTube wäre, welcher Post würde viral gehen? Seiner Posts natürlich. Und warum? Das ist die Preisfrage. Möchtest du noch etwas kommentieren? Ja, vielleicht ein wenig. Es gibt ja oft die Frage, wäre Jesus bei Instagram oder würde Jesus bei YouTube sein? Und ich finde das eine ganz interessante Frage, gerade mit Jugendlichen zum Beispiel im Religionsunterricht oder in der Konfi-Arbeit einfach mal darüber zu spinnen. Diese Frage muss ja nicht deeper sein oder sinnvoller sein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass er versucht hat, Menschen zu erreichen, dann wäre er vielleicht wirklich auch dorthin gegangen, wo viele Menschen heute sind, in den digitalen Raum. Und mich interessiert jetzt aber, wenn Jesus jetzt also bei YouTube oder Insta wäre, ihr habt ja sicherlich alle eine Vorstellung oder ein Bild von Jesus, was er so getan hat oder wofür er besonders war. Welcher Post würde viral gehen von Jesus und warum? Gäbe es da einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Message, die er rausgehauen hätte, die ganz viele Menschen teilen? Dann lasst uns wissen, welche das wäre. Prima, ich hoffe, es setzt kreative Energien frei. Ja. Und ihr seht ja unter anderem in der Videobeschreibung auch, wie ihr da hinkommt, menti.com und dann diesen Code eingeben. Und dann könnt ihr mit eurem Handy beispielsweise einfach ein kurzes Statement eingeben. Ja, und im später in der Sendung werden wir dann eine Siegerin küren. Also die schönste Einsendung sozusagen. Und dann darf sie oder er sich aussuchen, ob sie Socken oder den anderen Preis haben wollen, der noch nicht verraten wird. So. Okay, wir kommen zu Abteilung 2. Mhm. Kapitel 2. Aha-Menschen. Super. Vorbilder, Vertraute, Freunde oder Feinde, die mich weitergebracht haben. Wir spielen eine Runde. Und zwar spielen wir das schöne Spiel Kollwitz, so nenne ich es. Das heißt, Vorbilder raten. Du hast ein Vorbild dir ausgedacht, ich habe mir ein Vorbild ausgedacht. Wir schreiben jetzt, das habe ich nicht gesagt, ich hoffe, das geht. Hast du einen Zettel, auf den du den Namen schreiben könntest? Prima. Wir schreiben jetzt heimlich den Namen des Vorbildes auf einen Zettel, damit wir später ein Beweisstück haben. Weil die große Gefahr bei diesem Spiel ist natürlich, dass jemand bescheißt und sagt, hat ein anderes Vorbild gemeint, aber nein, nicht wirklich. Okay, nicht zeigen natürlich. Und es ist jetzt, also es wird geraten mithilfe von Ja-Nein-Fragen. Bevor wir aber anfangen mit Raten, gibt es noch einen Spieleinsatz. Mhm. Das heißt, die oder derjenige, die verliert, als Erste oder Erster erraten wird, muss etwas machen, so was wir jetzt versprechen. Ich würde mal vorlegen mit meinem Spieleinsatz. Du hast mir neben Margarete Stokowskis Untenrum frei noch ein anderes Buch ans Herz gelegt zum möglichen Verplaymobilisieren und das ist eine kurze Geschichte des Feminismus. Kannst du es mal kurz in die Kamera halten? Ja, ich habe es natürlich hier liegen. Ja, ich natürlich nicht. Genau. Kleine Geschichte des Feminismus. Genau, die kleine Geschichte des Feminismus, ein Comic. Genau, ein Comic. Da bin ich leider noch nicht dazu gekommen, aber mein Einsatz wäre, das auch zu verplaymobilisieren. Okay. Das ist natürlich was ist dein Einsatz? Jetzt ist mein Einsatz ja ein bisschen billig. Also ich habe hier so einen wunderbaren Heiligenschein und hätte gedacht, wenn ich jetzt verliere, dann setze ich den Heiligenschein auf und lache 5 Minuten nicht, sondern rede ernst. Und trocken und langweilig, damit die ZuschauerInnen einschlafen. Hervorragend. Den Heiligenschein finde ich erstmal super. Ich finde es ein absolut angemessener Spieleinsatz. Also ich freue mich. So, das Spiel geht entweder 10 Minuten, hier ist die Sanduhr, die ich jetzt einschalte, oder über 10 Fragerunden. Länger darf es nicht gehen. So, okay. sonst verquatschen wir uns. Und es kommt noch dazu, das Publikum rät im Chat mit. Also die dürfen auch erraten, um wen es sich handeln sollte dabei. Wenn das Gegenüber mit Ja antwortet, darf man noch eine Ja-Nein-Frage stellen. Wenn das Gegenüber mit Nein antwortet, darf man keine Frage mehr stellen, sondern die andere Person ist dran jeweils. Okay, ich gehe kurz damit rüber rein und mache den Ton aus, damit ich den Chat sehe, richtig? Ja, ich habe ihn auch im Auge, aber wie du möchtest, mach das, selbstverständlich. Okay, dann hilfst du mir. Okay, wer beginnt? Du fängst selbstverständlich an als Gäste. Okay, mal gucken, ob ich 10 Fragen damit hinkriege. Dann musst du einfach fragen und ich sage ja, nein, richtig? Nee, du stellst die erste Frage. An dich? Ja. Okay. Eine Figur, eine, Moment, ist es eine Frau? Nein,
Leider. es ist ja ein Vorbild von dir, richtig? Es ist ein Vorbild richtig. Von dir. Dann ist es okay. Hätte auch eine Frau sein können, aber diesmal leider nicht. Bist du eine Frau, also dein Vorbild? Ja. Okay. Lebst du noch? Nein. Okay, du bist dran. Okay. Oh Gott, ihr müsst mir wirklich helfen. Also ich weiß schon mal, es ist ein Mann. Kommt dieser Mann aus der Abteilung Theologie Kirche? Nein, überhaupt nicht. Oh, okay. Dann kenne ich niemanden. Ich bin ziemlich sicher, dass du die Person kennst. Okay. Also, du bist eine Frau und du bist schon tot. Das ist richtig, ne? Mhm. Warst du eine reale Frau? Ja. Also keine fiktive Frau, eine reale Frau. Ja. Bist du im 19. Jahrhundert geboren? Nein. Bist du noch am Leben? Nein. Oh. Toter Mann, ja. Okay. Bist du vor dem 19. Jahrhundert geboren? Nein. Okay. Dann bist du wieder dran. Ich schreibe mir das hier mal auf. Damit ja, es ist eine gute Idee. Ich sollte das vielleicht auch tun. Gibt auch bis jetzt keine Tipps aus dem Chat. Bist du also hast du Bücher publiziert? Nein. Okay. Wer könnte das sein? Wie? Kein Theologe und kein Schriftsteller? Wer soll das sein? Wow. Also, ich sag mal, ich gebe dir mal einen Tipp, ja? Die Person hat nicht studiert. Das okay. Finde ich sehr sympathisch. Ja, siehste. Okay, ich weiß jetzt schon, du bist eine Frau, die im 20. Jahrhundert geboren ist. Ja. Aber schon tot ist. Ja. Ist es eine Frau aus Europa gewesen? Ja. Eine Frau aus Deutschland? Ja. Heide Witzka. Oh, Nein, das war sie nicht. Okay. Eine Frau aus Deutschland, die im 20. Jahrhundert gelebt hat, die ich auch kenne. Okay, ist sie in Hessen geboren? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, wo sie geboren worden ist. Also okay. Ihr Geburtsort ist weniger interessant für mich. Ja, ich verstehe. Muss ich eine andere Frage stellen. Hat sie Dinge geschrieben? Mhm, ja. Hat sie Literatur, also schöne Literatur geschrieben? Oh ja. Okay, also sie ist eine Schriftstellerin. Unter anderem ja. Unter anderem ja. Eine Lyrikerin? Unter anderem ja. Jetzt, ich werde mich garantiert schlimm blamieren dabei. Also es ist eine deutsche Schriftstellerin aus dem 20. Jahrhundert und jetzt stellt sich heraus, dass ich nicht so wahnsinnig viele deutsche Schriftstellerinnen aus dem 20. Jahrhundert kenne. Aber muss ja irgendwie ein Vorbild sein. Ja, also es muss ein Vorbild sein. Vielleicht hast du ja dann irgendwie instinktiv schon eine Richtung. Okay, im Chat wurde geraten Lou Andrea Salome, aber die ist im 19. Jahrhundert geboren, würde ich sagen. Hat sie in der BRD gelebt? Ja. Ja. Okay. Aber sie ist vermutlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren. Vermute schon. Sie ja. ist, ja. Hat Gedichte geschrieben. Verzweifelt geht der Blick zum Bücherregal. Okay, soll ich dir noch einen Tipp geben? Gerne. Ich gebe dir noch den Tipp. Vielleicht, also ich hoffe wirklich, vielleicht kennst du sie auch nicht. Vielleicht ist es auch zu speziell. Aber in meiner religiösen Kirchen-Theologie-Bubble ist sie sehr bekannt. Okay. Und sie ist vielleicht mit der Schriftstellerei innerhalb unserer Theo-Kirchen-Bubble bekannter für ihr Schriftstellerinnen sein. Oh man, pass auf, ich schenke dir eine Frage. Stell du mal eine Frage. Okay. Also ich weiß, es ist ein Mann, kommt nicht aus dem Bereich Theologie, Religion. Er ist bereits tot. Er hat keine Bücher geschrieben und er hat nicht studiert. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Er ist keine reale Figur.
Keine reale Figur. Dann muss das ja irgendein... Wirkt aber sehr real. Wirkt real. Wir haben einen Tipp aus dem Chat. Dorothee Sölle. Wenn das jetzt deine Frage ist, dann ja. Also wer mir folgt, vielleicht sind es ja Leute aus meiner Community dabei, dann hi. Die wissen auf jeden Fall, eines meiner größten Vorbilder ist Dorothee Sölle. Und, das steht auf deinem Zettelchen, Dorothee Sölle. Das steht auf meinem Zettel. Wahnsinn! Okay, also das habe ich nicht verdient. Das ist voll okay. Ich sag dir noch zwei, drei Punkte. Kennst du sie? Nein. Okay, dann ist es doch gut. Dann ist es doch gut, dass jemand erraten hat. Sie ist eine der größten, bekanntesten Theologinnen, glaube ich, aus Deutschland. Okay. Und vor allem im Bereich feministische Theologie und politisches Christentum ist sie sehr unterwegs gewesen. Und sie hat in Köln das politische Nachtgebet unter anderem initiiert und war da politisch im Bereich Umwelt und feministische Theologie im Bereich Frieden sehr aktiv. Und hat nicht nur wahnsinnig tolle theologische Bücher geschrieben, das kommt dann bei den Empfehlungen gleich nochmal, also auch im Bereich Mystik und so ist sie da total unterwegs gewesen, sondern auch im Bereich Lyrik, also sie hat viele Gedichtbände rausgebracht. Ja. Prima, also ein Bildungserlebnis für mich, das ich nicht so schnell vergessen werde, aber ich dachte jetzt, Ricarda Hoch, wie sie alle heißen, die sind doch alle im 19. Jahrhundert geboren, es kann nicht sein. So, okay, das beruhigt mich jetzt so ein kleines bisschen, dass ich Frau Sölle zu Unrecht natürlich nicht gekannt habe. Aber es ist Damian, der es gepostet hat, wie ich gerade sehe. Ist es Damian Carudel? Ja, in der Tat, Damian, hey, Entschuldigung. Ja, schöne Grüße. Prima. soll ich auch auflösen? Du kannst mir noch zwei Tipps geben. Also ja, sehr gerne. Okay, es ist eine fiktive Figur aus München. Oh, wow. Aber wer ist denn mit München connected? Eine fiktive Figur mit München. Und total 80s. Sowas von 80s. 80s finde ich cool. Also ich hätte jetzt spontan 80s David Hasselhoff gesagt, aber der ist ja keine fiktive Figur, den gab es ja wirklich. München, fiktive Figur und dein Vorbild? Kommt da ja, und es hat überhaupt nichts mit Feminismus zu tun, muss ich auch noch sagen. Kommt da irgendeine Puppenkiste her oder irgendwelche... Hey, das ist nicht so schlecht, Aber also, so in die Richtung. Wow, okay, Sendung mit der Maus ist ja in Köln. Aber also Kinder ist auf jeden Fall die richtige Richtung, Kindersache. Lesestraße. Was habe ich denn noch? Oh Gott, welches Jahrzehnt? 80er, okay. Ja. Ah, ist es dann vielleicht, wie heißt der denn nochmal? Alf oder so? Nee, der ist doch ein Amerikaner. Okay, Alf. Entschuldigung, kann ja sein, dass das irgendwie in München stattfand. Du hast recht. Oh Gott, okay, dann musst du auflösen. Meister Eder. Ah, okay, ist das der mit Pinocchio? Nee. Pumuckl. Pumuckl. Ah, Meister, ja, genau. Meister Eder ist dieser Schreiner. Also erstmal ein Verwandter von Josef sozusagen. Ja, nee. Und ich habe ihn mir deshalb heute ausgesucht, weil erstens mein Opa war auch Schreiner. Und so meine Kindheit ist sehr connected mit so mit dem Aufenthalt in so einer Holzwerkstatt. Und zweitens zieht bei dem ja irgendwie dieser Anarchist ein. Und dieser völlig biedere Münchner wird unglaublich tolerant oder im Umgang mit diesem Typen und verrückt. Und das mag ich irgendwie. Also der ist zwar nach wie vor sehr behäbig und irgendwie so irgendwo auch konservativ, aber tolerant. Und das ist, finde ich, eine wunderschöne Mischung, wenn das passiert und wenn das möglich ist sozusagen, dass man sich auf völlig crazy, unerwartete Sachen einlässt, obwohl man eigentlich ein Leben führt, das das nicht erwarten lassen würde, so dabei. Deswegen Meister Eder, ja. Aber vielleicht nicht so ein Bildungserlebnis natürlich wie Dorothee Sölle. Dorothee Sölle und Meister Eder. Ja. Also und ich muss, entschuldige bitte, noch etwas nachtragen und zwar von der letzten Lessing-Sendung. Da war nämlich mein Vorbild, das ich genannt habe, ich glaube, sie liegt auch noch hier, Elfriede Jelinek. Und da habe ich vergessen zu sagen, warum. Und zwar, es gibt, Elfriede Jelinek hat mit der Zeit ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis zu Regisseuren entwickelt. Also sie schreibt in verschiedenen Stücken so Vorworte wie, hier ist der Text, macht damit, was ihr wollt, würdet ihr ja sowieso machen. Und das finde ich eine Haltung, die
wirklich Grandezza zeigt, ja, so dass man sagt, mein Job ist es, Texte zu schreiben, euer Job ist daraus Theater zu machen, ich bin nicht pingelig, sondern mir ist an der Sache gelegen irgendwie und so, und das finde ich ganz schön irgendwie. So. Ja. Kann man auch gut auf den digitalen Raum übertragen, also auch genau. Da machen die Menschen ja alles mit meinen Bildern und Texten, was sie wollen. Also kommentieren alle naselang und definieren mich natürlich. Das geht ja vielen anderen Menschen auch so und vor allem Menschen, die noch eine viel größere Öffentlichkeit haben. Und da kann man sich auch nicht gegen wehren, in Anführungsstrichen, und das kann man auch nicht lenken, sondern da ist es auch weise zu sagen, hier ist es und ich bin die, von der ihr sagt, die ich bin. Ja. Und dann bin ich das. Und da liegt ja auch eine Weisheit drin, ja. Ja. Ja, also wenn man sich so in die Öffentlichkeit wagt, und das stimmt ja auch für dich genauso wie für so eine Schriftstellerin, dann ist das eben, macht man sich auch immer so zur Fläche, ne? Zur Projektionsfläche für andere Leute. Das ist so angreifbar sowieso. Aber vielleicht kommen wir dazu noch zu dem Thema. So. Ja, habe ich jetzt verloren, ist die Frage. Ich werde, du müsstest es aufsetzen, aber ich werde, weil ich so schlecht geraten habe und keine einzige deutsche Lyrikerin sinnvoll aufzählen konnte, werde ich meinen Einsatz auf jeden Fall auch einlösen. Allerdings wird es nicht heute oder morgen sein, das wird vielleicht noch ein Weilchen dauern, aber ich verspreche es, auch kleine Geschichte des Feminismus zu verplaymobilisieren. Wir kommen zum nächsten Kapitel. Kapitel 3. Spielräume. Spielräume heißt es, und es sind kreative Räume, die du dir geschaffen hast. Und ich fange mal an mit der Frage, mit was für Geschichten lebst du so zusammen? Die können ja jetzt ganz kreativ beantwortet werden, oder? Bitte. Die Fragen? Mit welchen Geschichten lebe ich zusammen? Also ich lebe einerseits in der großen Geschichte Gottes. Also ich lebe in den großen Geschichten der Bibel und die stehen ja in Resonanz zu mir. Und das ist für mich eine Riesenherausforderung, aber auch eine große Wärme, die mich darin umgibt und eine große Sicherheit zu wissen, egal was passiert, irgendwie stehe ich ja in der Nachfolge dieser Menschen und beschäftige mich mit ähnlich großen Fragen und Themen. Und ich stehe auch andererseits in den Geschichten meines Sohnes, meines Kindes, die er am Morgen hört und die er am Abend hört. Und ich weiß, ihr denkt jetzt, es ist gestaged. Ich denke mir es aus, aber er hat gerade seine Kinderbibelphase. Also er ist gerade 4 und ich habe wirklich jahrelang gedacht, oh Gott, das Kind der Religionslehrerin und Pfarrerin to be mag keine Bibel, sondern liest nur seinen eigenen Kram. Okay, no front, ne? Wenn er das nicht möchte und nicht annimmt. Und jetzt kommt gerade seine Kinderbibelphase und ein bisschen freue ich mich darüber. Und das ist total sweet für mich, diese Geschichten gerade so kindlich zu wiederholen, weil sie irgendwie manchmal doch noch eine eigene Interpretation haben. Also mit diesen Geschichten lebe ich jeden Tag gerade. Ja. Und weil du sagst, dass die große Geschichte Gottes sozusagen immer auch eine Herausforderung sein kann, also auch die Bibel, sag ich mal, vielleicht als Stichwort, gibt es auch Geschichten, die du so zum Wohlfühlen erlebst? Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich finde es ganz, ich finde es vollkommen in Ordnung, sich hin und wieder Geschichten zu nehmen, weil man gerade was Wohliges braucht. Man braucht gerade irgendwie die Gewissheit, ich bin aufgehoben. Und oft kann man in Geschichten ja so und so interpretieren. Und dann kann man vielleicht die Geschichte von Jona im Wal als irgendwie heilsam und behütet und egal was passiert oder wie doof du dich verhältst, ich halte meine Hände irgendwie um dich herum so interpretieren. Aber man kann es auch als eine große Herausforderung interpretieren und dass vielleicht nicht immer alles so gut ist und so easy peasy. Und ich finde das vollkommen okay, wenn man sich in einem bestimmten Zeitpunkt nur einen Aspekt einer Geschichte rausnimmt, weil man den gerade persönlich braucht. Ja. Und ich muss nochmal nachgehakt, aber gibt es auch so Sachen wie, weiß ich nicht, bist du vielleicht Big Bang Theory Fan oder gibt es auch Geschichten, die du so nur zur Entspannung guckst? Nur, ja? Okay. Falls einige kennen mich ein wenig, ich gucke wirklich wenig Fernsehen. Okay. Also ich habe keinen richtigen Fernsehen hier. Also ich habe einen Bildschirm, auf dem ich dann projizieren kann, aber ich habe keinen richtigen Fernsehen. Ich gucke Nachrichten jeden Morgen, interessanterweise. Und dann gucke ich sehr gerne Dokumentationen und dann immer themenbezogen. Mich interessiert gerade was und dann gucke ich Dokumentationen dazu rauf und runter. Das ist irgendwie so mein Ding.
Und ich, mein Mann muss mich richtig zwingen, weil ich kann mit Filmen nicht gut entspannen. Ich komme irgendwie schneller in Bücher rein und weniger in Filme, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, das muss mich schon richtig catchen. Und jetzt gerade aber aktuell kann ich das erzählen, ich habe Sex Education. Fast ein Bild auf die letzte Folge. Und am Anfang dachte ich, oh, so ein Teenie-Ding, aber da kann ich mich gut drauf, konnte ich mich gut drauf einlassen, weil es so vollkommen Unterhaltung ist. Und zwar auf allen Niveaus. Und das fand ich irgendwie, fand ich super. Ja. Vielen Dank. Gott sei Dank. Es gibt auch Unterhaltung in deinem Leben. Hervorragend. Du hast mir Untenrum frei von Margarete Stokowski empfohlen, was ich sehr gern gelesen habe. Magst du sagen, was ist für dich das Tolle an diesem Buch? Ich glaube, es ist eines der ersten feministischen Bücher, die ich gelesen habe, also die explizit das Thema Feminismus behandelt haben. Auch wenn Margarete Stokowski sagt, es ist ein bisschen schwierig mit dem Begriff und ob das jetzt überhaupt ein feministisches Buch ist. Ne? Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Aber ich habe das ausgewählt, als du mich gefragt hast, weil es einer der ersten explizit feministischen Bücher war, die ich gelesen habe. Und ich habe eigentlich bei jedem Kapitel gedacht, warum hat mir das niemand erzählt, als ich Teenager war? Ich hätte dieses Buch gebraucht in meinen jungen Jahren, weil ich mit ganz vielen Erlebnissen, also sie wird auch sehr persönlich, und das hast du auch in der kleinen Zusammenfassung ja erzählt, relaten kann, einmal persönlich, aber auch in meinem Freundinnenkreis und ich glaube, viele andere junge Mädchen, Frauen und auch Finter haben vielleicht Ähnliches passiert, Ähnliches erlebt. Und da von jemandem zu lesen, wie sie damit umgegangen ist und welche Fragen sie hatte und was das im größeren Kontext eigentlich strukturell und gesellschaftlich bedeutet, wo das herkommt, wie man sich fühlt. Und also ganz konkret an einer Frage, ist es ein sexueller Übergriff oder nicht, wenn mich jemand an bestimmten Körperstellen anfasst und man hat irgendwie ein komisches Gefühl, aber konnte das in jungen Jahren noch gar nicht benennen, fand ich wahnsinnig wichtig und hätte ich zu der Zeit gebraucht. Und darüber wird kaum geredet und wenig gesprochen und auch immer noch. Und das ist ein Thema, das für mich in Schule gehört und auch in die sozialen Medien gehört und von vielen Seiten beleuchtet wird, damit es ja möglichst viele Menschen erreicht. Und deswegen habe ich es ausgewählt, ja. Also gerade auch diese Vergewaltigung, die da beschrieben wird, also der Betreuer von ihrem Schachclub, sie erzählt, sie ist in der Oberstufe, ist in dieser Schach-AG und da ist dieser nette Typ und der bietet an, sie nach Hause zu fahren. Und als Leser von Romanen und vielen anderen Geschichten denkst du, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und es kommt natürlich genau so, sie tappt in diese Falle, ja, also dass sie sich nach Hause fahren lässt von ihm und vergewaltigt wird auf der Strecke. Und es ist so furchtbar, dass man das thematisieren muss, aber man muss es thematisieren und man muss diese Geschichten erzählen. Also es hilft ja nichts, kleinen Kindern zu sagen, geht nicht mit fremden Männern, ja, sondern das ist ja fast schon eine erwachsene Frau, der das passiert. Also in der Pubertät, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie ist und so, aber das gehört ja auch dazu, ja, dass man solche Geschichten hört und nicht nur aus dem Bekanntenkreis, wo es wahrscheinlich eher nicht weiter erzählt wird, sondern dazu sind solche Bücher ja auch da, dass man weiß, dass es das gibt einfach als junge Frau in erster Linie natürlich. Also sicher sind auch Männer Opfer von Übergriffen, aber natürlich nicht so viele einfach, das muss man sagen. Also mich hat es sehr mitgenommen einfach beim Lesen. So. Und also ganz besonders an dem Buch finde ich auch und möchte das auch deswegen empfehlen, weil es so lebensnah ist. Also sie fängt eigentlich immer mit persönlichen Erlebnissen an, die zum Teil, das steht auch in der Einleitung, fiktiv sein können. Da geht sie gar nicht näher drauf ein. Aber trotzdem bezieht sie diese persönlichen Erlebnisse, bettet sie die immer in einen größeren Zusammenhang ein. Und das aber mit einer niedrigschwelligen Sprache. Und das war für mich ganz wichtig, weil oft stößt ja vielleicht ein feministisches Anliegen oft eher auf Abneigung in Büchern, weil sie dann vielleicht zu komplex von der Sprache her oder von den Worten her wirken. Und bei ihr kann man das eigentlich wirklich gut weglesen. Und das können auch Jüngere sehr gut, auch Ältere, die eher eine einfache Sprache brauchen. Ja. Und es ist abwechslungsreich, es ist wahnsinnig lustig, es ist zum Heulen und zum Wütendwerden, so wie es auch in der Einleitung bei ihr nochmal steht. Und man geht da, glaube ich, ja, ganz nah an durch alle Emotionen mit ihr durch.
Absolut. Ich würde ganz gerne mit dir einmal in zwei Kommentare reingucken, die zu dem Video ist ja erst gestern veröffentlicht, seit gestern reingekommen sind. Ich teile das mal kurz. So, jetzt müsste die Kommentarspalte sichtbar sein. Okay, und was mich jetzt interessiert, ist hier dieser Kommentar von Erik Wollenschläger. Ja, tut mir leid, dass ich ihn jetzt, nein, eigentlich tut es mir nicht leid. Stokowski ist einfach eine nervige junge Frau, die irgendwas mit Feminismus rumfaselt, die das Ganze mit Diskriminierung anreichert und dann noch was mit Nazis draufsattelt. Das interessiert dann natürlich die einschlägige Leserschaft. Ha, ha, ha. So, und dann kann ich mich natürlich immer nicht zurückhalten und muss irgendwas drauf antworten. Und das andere, was ich interessant fand hier, ist Iris Sabine. Na, den feministischen Schei lese ich bestimmt nicht, die noch Männer sind. Herzliche Grüße aus Brasilien. So. Und das sind, also es gibt noch vielleicht einen doofen Kommentar. Die anderen sind echt alle gut, alle sehr positive Kommentare dazu. Aber ich weiß nicht, wie dir es geht. Bei mir hinterlassen Kommentare dieser Art immer deutlichere Spuren als die positiven Kommentare. Ja, wie findest du das? Meine Erfahrung ist da ganz ähnlich. Also feministische Themen und feministische Anliegen ziehen auch immer leider noch Hasskommentare auf sich. Und das ist ganz klar respektlos und ein Hasskommentar, wenn unter der Gürtellinie kommentiert wird. Ich finde es vollkommen angebracht, Kritik zu äußern. Also wenn man Teil der Community ist, zu sagen, an der und der Stelle, das Kapitel hast du irgendwie rausgelassen, das wäre wichtig gewesen. Oder dieses Thema ist irgendwie gar nicht meins. Ne? Ich hätte lieber gehabt, du hättest das und das Video gehabt. Und dann ist aber auch die Frage, muss man das dann da unterschreiben oder nicht? Wann ist vielleicht eine Kritik förderlich für die Person, die Creatorin ist, die diese Videos oder Themen aufbereitet? Wann ist es hilfreich und wann nicht? Das sollte man sich selber immer fragen als Kommentatorin oder so. Und ich kann dich nur dahingehend ein bisschen beruhigen oder was heißt beruhigen, dir sagen, ich kriege das auch und ganz viele andere. Und das ist leider so, das soll keine Entschuldigung sein und kein, wir müssen da alle durch, auf gar keinen Fall, sondern leider ziehen diese Themen immer noch diese Kommentare auf sich, weil unter anderem feministische Themen ja immer mit einem selbst zu tun haben, mit einer selbst zu tun haben. Also man muss sich dann ja immer die Fragen selber stellen, was tue ich denn für eine gleichberechtigte Gesellschaft? Fällt mir Sexismus auf im Umfeld? Stehe ich auf und sage, nein, das war gerade ein sexistischer Scherz, der kein Scherz war, lassen Sie das bitte bei einer Weihnachtsfeier zum Beispiel oder Ähnliches. Ja? Also wie verhalte ich mich eigentlich in der Gesellschaft und trage ich dazu bei, dass alle Menschen, alle Geschlechter, alle Kulturen, alle Menschen unterschiedlicher Herkunft hier miteinander gleichberechtigt leben können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ruft das ja auch bei Menschen einfach diese Gegenwehr hervor. Ich glaube, das ist oft dieser Vorgang, der so dahinter steckt. Ja. Ich finde es, also erstmal grundsätzlich, die menschliche Psyche ist wirklich erstaunlich. Also meine Psyche, und vielleicht wird dir das auch so gehen, da sind echt mehr als ein Dutzend echt positive, supportive Kommentare dabei, aber die zwei idiotischen Kommentare ziehen mich trotzdem total runter. Also es ist leider kein Gegengewicht. Man kann es nicht gegeneinander aufrechnen, das ist das eine. Und ich weiß, ich bin kleinkariert und so, aber ich kann die Schnauze nicht halten, wenn sowas kommt. Da muss ich mich damit beschäftigen. Es zieht mir Energie ab, es kostet mich Lebenszeit und vor allem fällt mir schwer, weil ich ja fair sein will. Also ich will, wie du sagst, natürlich, dass die Leute auch ihre Meinung äußern dürfen. Und ich will ja im Zweifelsfalle auch in eine sachliche Diskussion mit Leuten kommen. Das heißt, ich will die nicht von Anfang an gleich löschen. So, nur weil mir das nicht gefällt, was sie da schreiben. Und das ist einfach, ich finde, das ist jetzt mal abgesehen von der Motivation, die man braucht, das ist eine der größten Herausforderungen, wenn man so im elektronischen Raum unterwegs ist, mit dieser Art von Scheiße umzugehen. So, Also ich bin da mittlerweile ein bisschen auf einem anderen Weg. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Klassenzimmer und ich bekomme diese Reaktion, dann habe ich Zeit und Energie und Kraft,
mit der einzelnen Person, ja, sie dahingehend zu bewegen, dass wir respektvoll miteinander sprechen, welche Regeln wir einhalten und so weiter. Im digitalen Raum ist das nicht möglich, weil die Menschen, die kommentieren, schneien einfach vorbei und sind dann wieder weg. Mhm. Also ich lege viel Wert darauf, dass ich meine Community, also die Menschen, die mir irgendwie, die mich supporten, ne, mit denen ich im Austausch bin, dass wir da ein gutes Verhältnis haben. Aber die Menschen, die so reinschneien, die kann ich nicht in Anführungsstrichen erziehen. Mhm. Das will ich auch gar nicht. Ich kann nur daran erinnern und schreibe dann zurück, bitte halte dich an die Regeln im digitalen Raum, bitte bleib respektvoll. Und wenn dann eine Person es nochmal versucht, dann kann ich gerne diskutieren und mich austauschen. Und sonst lebe ich momentan nach der Devise löschen, blockieren und melden. Ja, ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich bin auch durchaus mit der Zeit schon etwas, sagen wir mal, more trigger happy geworden, was den Löschen-Button betrifft. Aber natürlich will man ja irgendwie, ist es einem ja immer ein Anliegen, auch irgendwie in den Dialog zu kommen. Ich lese einen Kommentar aus dem Chat vor. Über feministische Thesen nachdenken heißt, sich selbst und das eigene Handeln zu reflektieren. Da ist es doch viel bequemer, erst einmal gegen die anderen zu schießen und denen vorzuwerfen, sie würden viel Wind um nichts machen, am besten noch mit einer Wortwahl unter der Gürtellinie. Traurig, aber der Mensch macht es sich nun mal gerne einfach. Dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Ja. Genau. Okay, fand ich erstmal super spannend. Danke für diesen Block und ich würde ganz gerne zum nächsten Block übergehen, der da heißt, Moment. Ich setze mal mein Trötchen ab. Ja, absolut. Kapitel 4. Grüße an den Algorithmus. Grüße an den Algorithmus. Wir leben in einer Zeit, in der jederzeit die künstliche Intelligenz uns überholen kann sozusagen und plötzlich leben wir in einer Maschinenwelt. Naja, ich will es nicht hoffen. Aber wir leben definitiv in einer Zeit, in der Computer wesentlich mehr Aufgaben übernehmen, als wir uns das so ausgedacht hätten. Und deswegen lautet meine Frage an meine Gästinnen immer, was kannst du eigentlich besser als jeder Computer? Ich kann auf jeden Fall besser wütend sein, besser begeistert sein und besser Feuer und Flamme sein für Themen. Also ich glaube und versuche immer, dass man meine Leidenschaft, meine Wut und mein Feuer durch meine Posts und meine Anliegen bemerkt. Ja. Hey, vielleicht finde ich total schön und vielleicht wäre Feuer und Flamme auch noch eine ganz gute Alternative zu Ja und Amen. Ja, genau. Aber jetzt habe ich diesen Namen schon seit 3 Jahren. Den lasse ich nicht mehr los. Ich hätte mal Nein und Amen heißen sollen. So heißt ja auch ein Buch, glaube ich, von Uta Ranke Heinemann oder so. Aber eigentlich ist es genau bei mir hier der Umkehrschluss, dass es eben nicht Ja und Amen alles ist. Würdest du sagen, also da bin ich total kindisch. Gibt es einen Bereich, wo du total kindisch bist? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin die ganze Zeit erwachsen in so meinem Alltag. Ihr sicherlich auch. Und dann ist da mein Kind und dann bin ich die Mama. Und wenn mein Sohn aber schläft und wir setzen uns aufs Sofa, dann sage ich meistens zu meinem Mann so, kannst du mich kraulen? Kannst du mir einen Tee bringen? Kannst du mir Schokolade machen oder bringen? Und dann, brauche ich plötzlich ganz viel Zuwendung. Ja. Wenn alles abfällt und dann so einen Moment alleine. Ja. Man braucht diese Ecken. Noch letzte Frage in diesem Blog. Was ich mich nie trauen würde, aber total cool finde? Was ich mich nie trauen würde? Weiß ich gar nicht irgendwie. Hervorragend, okay, ja, wunderbar, alles klar. Die furchtlose Kämpferin, Feuer und Flamme, so soll es sein, hervorragend. Okay, es gibt noch ein Thema und zwar auswendig lernen als Religionspädagogin, weißt du das, ist heutzutage sehr verpönt im Bildungsbereich. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, ein paar Sachen auswendig zu können. Jetzt nicht unbedingt die Geburtsdaten und Sterbedatum von Napoleon. Das ist vielleicht nicht so wichtig. Aber vielleicht andere Dinge. Gibt es da etwas, was du auswendig kannst, wovon du meinst, dass es auch cool wäre, wenn mehr Leute solche Dinge auswendig könnten? Ja, ich überrasche euch jetzt wahrscheinlich nicht mit Vater Unser und so ein Kram und dachte mir, ich lasse das mal beiseite, wenn ich hier die ganze Zeit meine kirchliche, religiöse Seite raushängen lasse. Was ich wirklich auswendig kann, sind mehrere Songtexte und ich habe überlegt, welcher Songtext denn viel irgendwie bedeutet in meinem Leben und das ist tatsächlich Wannabe von den Spice Girls. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. If you wanna be my lover. Ja. Also es fängt ja an mit diesem grandiosen Beginn. I tell you what I want, what I really, really want. Ja. Also wenn dieser Song läuft,
also lange keine Disco gehabt in diesen Corona-Zeiten, aber stellt euch vor, ihr seid in der Disco und dann kommt dieser Song, alle strömen auf die Tanzfläche und ich vermute, alle können auch diesen Song, ich kann ihn auch. Er hat mich in meinen 90er Jahren, ich glaube, es war Ende 90er, Anfang 2000, nee, doch, so, ne? Schon, ja. Und das war so der Song in meiner Clique und in meinem Freundinnenkreis, der uns so, ne, Freundschaft über Liebe und so, genau. Wenn du mich haben willst, dann musst du auch meine Freundinnen akzeptieren. Das ist also ein bisschen der Inhalt dieses Liedes und der hat mich sehr bestärkt und begleitet mich bis heute. Maike, du machst mich sehr neugierig. Könntest du den Text jetzt reproduzieren? Okay, wahrscheinlich bin ich nicht so schnell wie der Ohr. Nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Stellt euch die Musik vor, aber es beginnt ja so. I tell you what I really, really want, so tell me what you want. What I really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig eye. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, you're gonna make it last. No, don't go wasting my precious time. Get together, we could be just fine. Ja, und dann geht's wieder von vorne los. I tell you what you want, what I really, really want. Genau, ihr kennt ihn sicherlich. Hervorragend. Moment mal, ich habe hier irgendwo einen Applaus. Ist das Applaus? Hey, nein, das ist Lachen. Verdammt. Aber ich kann auch lachen. Und ich kann applaudieren. Okay, Schluss. Danke dir. Danke dafür. Sehr gerne. Das war eine große Überraschung. Ich hatte vielleicht mit einem Kirchenlied oder einem Psalm oder sowas gerechnet. Insofern fantastisch. So, ich muss mir ein bisschen daran denken, dass Margarete Stokowski in dem Buch ja auch schreibt, dass sie zur Firmung Lieder oder Texte auswendig lernen sollten. Und sie fragt sich in dem Buch, ich weiß nicht, ob du dich an die Stelle erinnerst, wofür das gut sein soll. Ja. Und da dachte ich, schade. Tatsächlich werden ja oft religiöse Themen, also ich glaube, auf ein paar Seiten geht sie ein bisschen tiefer auf Kirche und Religion ein. Bisschen, und da finde ich das ein bisschen schade, da merke ich, dass sie ja das Wissen und das Kennen über Religion und um die Tiefe leider oft irgendwie nicht da ist. Das soll nicht verurteilend sein, sondern eigentlich eher schade. Und da merke ich da, das ist für mich ein Bereich in Kirche, wo wir mehr hin müssen, den Menschen zu zeigen, warum wir bestimmte Dinge machen. Also warum singen wir immer noch diese ollen Kirchenlieder? Weil da so viel Weisheit drinnen liegt. Und weil da so viel Stärke drinnen liegt. Und weil wir die Lieder singen, die unsere Vorfahren gesungen haben. Ja. Ja. Auch, und aber es, also ich meine, es gibt ja auch eine große Offenheit auch für neuere Lieder, ja. Und ich finde es auch super spannend, wenn da viele Dinge ihren Platz haben in einem Gottesdienst, einfach an musikalischen Sachen. Was wollte ich sagen? Vergessen. Na, es wird wiederkommen, bestimmt. Ja. Super. Ich finde es auch deshalb so gut, die Spice Girls, weil wichtige Botschaft, meine Damen und Herren, daheim an den Geräten. Kultursnobismus ist keine Haltung, so, sondern einfach blöd. So. Also ich habe ja am Sonntag als Ergebnis der demokratischen Abstimmung Twilight zusammengefasst veröffentlicht. So. Mhm. Und ganz viele Kommentare waren so im Sinne von, was soll der Scheiß, doch so keine Weltliteratur und so. Ja, diese Meinung kann man haben. So. Ich bin ja auch sehr kritisch gegenüber diesem Werk. Aber auf der anderen Seite müssen wir doch mal anerkennen, das finden ganz viele Leute einfach eine ganz tolle Geschichte. So ewige Liebe sozusagen, nichts kann uns aufhalten und so. Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Und Leute, die jetzt keine anderen Leute umbringen wollen, obwohl sie Vampire sind, ist auch keine so schlechte Botschaft dabei. Und egal, ob das jetzt echt ein bisschen trashig ist oder ob es ein Comic ist oder sowas, unterschiedliche Geschichten haben unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Songs auch eben. Ja? Alte Kirchenlieder haben andere Funktionen als ein Spice Girls Song, aber beides kann auch eine spirituelle Erfahrung sein. Tatsächlich. Ja, also ich finde, man kann das vielleicht so ein bisschen verknüpfen wie wie soll ich das sagen, nicht wie Schlachtrufe, aber so Rufe, die irgendwie Peer-Groups und Gruppen für sich haben, woran man sich erkennt. Ne? Und wenn das dieser Song für mich als Jugendliche war, ist es vielleicht im Gottesdienst, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Also diese vertrauten Formeln, die wir vielleicht Floskeln nennen, die aber eher Formeln sind, zeigen ja auch viel, 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 unter anderem Zugehörigkeit und Vertrautheit. Ja. Prima. So, wir haben eigentlich ziemlich viel schon abgearbeitet, aber jetzt kommt die Auflösung der Preisfrage. Deswegen gehe ich nochmal zurück zu unserer Frage und wir gucken, es gibt ein paar Einsendungen und das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn Jesus bei Insta oder YouTube wäre, welcher Post würde viral gehen und warum?
Es wurde gepostet. Wenn Judas schon unbedingt knutschen will, muss das denn unbedingt vor der Cam sein? Nicht so schlecht. Das Huhn kam vor dem Ei. Es geht viral, weil Jesus als Sohn Gottes natürlich eine solch elementare Frage beantworten kann. Endlich, ja. Endlich würden wir es wissen, die Frage aller Fragen. Ach, das ist die Frage aller Fragen. Ah ja. Okay. Häng hier nur so rum. Wortwitz. Mhm. Oh. Der Vlog mit Zachäus. Es würde eine große Kontroverse geben, warum Jesus jetzt etwas mit Personen mit so schlechtem Einfluss macht. Yeah. Eventuell würde Jesus kurz gecancelt werden. Er müsste seine Finanzen der letzten Jahre offenlegen und sich rechtfertigen. Aber yeah, er würde seine Finanzen offenlegen. Genau, genau. Die Heilung des besessenen Knaben. Das Video geht sofort in die Ecken, wo auch Ärzte hassen diesen Mann. Jedoch werfen alle Jesus Clickbait vor, denn die einzige Heilung für Epilepsie, die er nennt, ist Beten und Glauben. Ärzte hassen diesen Mann. Das war's. Das waren die Einsendungen. Nicht so viele, aber was ganz Gutes dabei, finde ich. Ich gehe nochmal rückwärts durch. Ja. Also, Ärzte hassen diesen Mann. Finanzen offenlegen. Vlog mit Zachäus. Wortwitz, kein Kommentar. Das Huhn kam vor dem Ei. Wenn Judas schon unbedingt knutschen will, muss das dann unbedingt vor der Cam sein. Und liebe Maike, es gebührt dir als Initiatorin oder Autorin dieser Preisfrage und als Gästin des Ehrengästin, Königin des heutigen Lessing-Abends, die Siegerin oder den Sieger zu küren. Ich glaube, ich bin tatsächlich hängen geblieben bei Vlog mit Zachäus. Ich finde das äußerst spannend und kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das eine Kontroverse gegeben hätte. Warum macht Jesus jetzt eigentlich mit was mit diesem oder diesen Leuten? Ja. Prima. Da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Autorin. Diesmal sollte es der Applaus sein. Hoffe ich, der kommt. Kann man nicht so gut? Ja, okay. Also Applaus jedenfalls. Ja, genau. Applaus. So. Prima. Herzlichen Glückwunsch, liebe Zachäus-Autorin oder lieber Zachäus-Autor. So, das funktioniert jetzt so. Sie müssen sich bitte bei mir per E-Mail melden. info@mwsommer.de. Ich schreibe das auch nochmal in die Videobeschreibung von diesem Livestream rein. Und dann entweder können Sie diese wunderbaren Heatsocken als Preis erhalten oder, das ist die Alternative, ein Bücherposter. 99 Bücher, die man gelesen haben muss. Das kann man so im Wohnzimmer aufhängen oder auf dem Klo. Das ist auch ganz nett. Und dann immer freirubbeln, was man schon gelesen hat. Okay, auf dem Klo rubbeln, ich höre jetzt auf. Aber wie auch immer. So, wunderbar, schöne Sache mit dem Vlog. Ja, schöne Antworten, definitiv dabei. Dann kommen wir auch schon tatsächlich zum letzten Abschnitt. Da gibt es kein Kärtchen, aber eine kurze Kapitel-Einleitung. Genau. Erstmal herzlichen Dank, liebe Maike, dass du dich bereit erklärt hast, dich ein bisschen mit mir zu unterhalten. Es war mir ein großes Vergnügen. Es war schön, einfach sehr mit dir zu quatschen. Auch vielen Dank nochmal für die wunderbaren Literaturanregungen. Das hat mich sehr bereichert und hoffentlich auch andere Menschen. Und dann übergebe ich dir jetzt nochmal das Wort für mögliche Empfehlungen. Was möchtest du den Menschen an den Geräten mitgeben? Was sollen sie tun oder lesen oder machen? Also ich habe euch ja ganz kurz schon von meinem Vorbild erzählt. Es ist tatsächlich Dorothee Sölle und dieses Buch, es heißt Mystik und Widerstand, das kann ich nur empfehlen. Und das Buch Gott denken, da geht es vor allem auch um die feministische Theologie und nicht nur um die Theologie. Und ich kann euch auch die queer-theologische Autorin Kerstin Söder-Blohm empfehlen mit ihren queer-theologischen Notizen. Da wird die Bibel und auch Kirchengeschichte queer gedacht und queer interpretiert. Das sind so meine persönlichen Literaturempfehlungen zu Antje Schrupps kleiner Geschichte des Feminismus und zu Margarete Stokowski dazu. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt auf einen interreligiösen Podcast zusammen mit dem House of One. Rebecca und Kübra habe ich einen interreligiösen Podcast, der heißt 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und wir sprechen da immer über ein Thema aus Frauenperspektive, feministische Perspektive aus unseren Religionen. Prima.
Vielen Dank. Ja, ich habe zu wenig auf deinen Kanal und so hingewiesen. Ne? Also jetzt nochmal in aller Deutlichkeit. Ich habe gefragt und ich habe es einmal selbstbewusst reingestreut. Nein, vielen Dank dafür. Von mir gibt es heute gar keine Programmhinweise. Das nächste Lessing gibt es ungefähr Mitte Januar mit einer Überraschungsgästin. Das wird mich selbst noch überraschen, wer dabei ist. Ja. Also das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber jetzt ist ja auch erstmal Besinnlichkeit angesagt und Adventszeit und überhaupt Jahresendfestlichkeiten. Und wir bleiben alle daheim, lassen uns boostern und hoffen, dass der Sturm vorüberzieht. diese Dinge. Okay. Maike. Herzlichen Dank. Bleib noch kurz dran. Ich werde uns jetzt von der Welt trennen und wir sind unter uns. Ja. Dann vielen Dank und tschüss. So.